Ja, vielen Dank, Frau Tempel, dass Sie das Zeitregime so auf den Punkt gebracht haben. In gewisser Hinsicht werde ich eine Reihe von Fragen, die Walter Russell mit angesprochen hat, wieder aufnehmen, allerdings aus einer anderen Perspektive und mit einer anderen Etikettierung der Geschichte, also das Zwielicht der Geschichte, das möchte ich ein bisschen luzider machen. Und werde mich deswegen relativ häufig auf Konstellationen von 1914 folgende beziehen. Die Vorstellung, die ich dabei folge, ist, die Kollegen in den Sozialwissenschaften, die mit großen Zahlen arbeiten, die zeichnen also dann irgendwelche Entwicklungslinien, indem sie diese Zahlen aggregieren. Aber im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik hat man im Unterschied zur Wirtschaftspolitik, zur Demografie, zur Gesundheitspolitik nicht so viele vergleichbare Fälle. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, mit Beispielen aus der Geschichte zu arbeiten, freilich klug. Ich fange an mit dem ersten Punkt. Es werden 5 Punkte sein, die ich mache. Der erste Punkt heißt Ostasien als Zentralraum der Weltordnung des 21. Jahrhunderts. Und ich beginne mit der These, dass in mancher Hinsicht sich die Konstellationen unserer Gegenwart doch mit denen vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges ähneln. Jedenfalls fördert ein Vergleich einige Ähnlichkeiten zutage. Vergleich heißt dabei nicht Gleichsetzung, er zeigt neben Ähnlichkeiten auch Unterschiede. Und der Hauptunterschied ist, dass im Unterschied zum Anfang des 20. Jahrhunderts, wo, wenn Sie mir diese flapsige Bemerkung erlauben, die Musik in Europa gespielt hat, sie nunmehr nicht in Europa spielt, sondern in Ostasien. Was meine ich, wenn ich den Vergleich so herstelle? Die lange führende Weltordnungsmacht, der Weltpolizist USA, ist in einem langsamen Abstieg begriffen, wie das vor 1914 die damalige Weltordnungsmacht des britischen Empire gewesen ist. Ursache dieses relativen Abstiegs ist in beiden Fällen weniger eigene Schwäche oder gar Zerfall, sondern vielmehr wachsende Stärke der potenziellen Konkurrenten. Das zeigte sich 1914 darin, dass die Briten das Mutterland der industriellen Revolution inzwischen in zentralen Indikatoren der Industrieproduktion, natürlich von den USA, aber auch vom Deutschen Reich überholt worden waren. Und insofern kam es zu einem sicherheitspolitischen Rückzug Großbritanniens aus der Karibik, wo man das den USA überlassen hat, aus Teilen des Pazifik, wo man das den Japanern überlassen hat und teilweise sogar aus dem Mittelmeer, eigentlich der Lebensader des Empire, wo man das den Franzosen überlassen hat, um in der Nordsee gegenüber Deutschland Dominanz zu wahren. Heute kann man sagen, dass die Machtprojektion der USA bevorzugt in den pazifischen und nur noch nachrangig in den atlantischen Raum erfolgt. Also auch hier gewissermaßen ein Verzicht auf eine Perspektive, die man vorher noch aufrechterhalten konnte. Die Folge dessen ist, dass in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik, die in wachsendem Maße auf sich selbst und auf ihr eigenes Risiko gestellt ist, um Stabilität an ihren Rändern und Peripherien herzustellen. Und insofern sind beide Räume doch miteinander verknüpft. Zu dem Vergleich 1914, 2014, 2015 gehört auch, China ist heute in mancher Hinsicht strukturell in der Position Deutschlands vor 1914. Ein rasanter ökonomischer Aufstieg bei defizitärer geopolitischer Absicherung dessen, das ist der Punkt, den Walter Russell Mead zuletzt noch einmal angesprochen hat, die ökonomische Strangulierbarkeit. Das Deutsche Reich in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts war im Prinzip nicht auf Seeherrschaft angewiesen, denn es war noch wesentlich ein Agrarstaat. Aber ab den 1890ern begann sich das zu ändern und man hatte das Problem, dass einer der ökonomischen Konkurrenten Control of the Sea hatte und im Prinzip in der Lage war,
die Verbindungslinien, auf die die Industriemacht Deutschland nunmehr angewiesen war, nämlich den Zufluss von Rohstoffen und den Abtransport von Fertigprodukten, zu unterbinden. Das gilt in ähnlicher Weise heute so für China. Das Interessante ist, dass die Deutschen darauf reagiert haben durch den Aufbau einer Risikoflotte. Also, wir bauen ein Potenzial auf, das die Briten zwingt, mit uns zu kooperieren, so jedenfalls das Kalkül der Mechanisten, also vor allen Dingen des Großadmiral Tirpitz, um auf diese Weise eine Kooperation gleichsam zu erzwingen. Und seit 10 Jahren sind, wie mir scheint, auch die Chinesen damit beschäftigt, eine solche Risikoflotte aufzubauen, die den USA nahelegt, eher zu kooperieren als zu strangulieren. Ein weiterer Punkt der Ähnlichkeit ist, ich glaube, in beiden Fällen haben wir eine Tendenz zur Bildung antihegemonialer Koalitionen, so wie das in Europa vor 1914 in dem im Prinzip wertpolitisch unmöglichen Bündnis zwischen Frankreich als Träger der revolutionären Tradition und dem reaktionären Polizisten in Europa, nämlich dem zarischen Russland, der Fall gewesen ist. Wenn solche Koalitionsbildungen eher einer Physik der Macht als dem Prinzip von Wertbindungen folgen, dann kann man sich Ähnliches durchaus auch um China herum vorstellen. Nun ist das in Deutschland relativ schnell gescheitert. Schon 1914 war klar, dass man die britische Flotte nicht zur Schlacht stellen kann und dass deswegen die Öffnung in den Nordatlantik nicht gelingen wird. Die Alternative, die ab 1916 überlegt worden ist, 1915 schon in dem Text von Friedrich Naumann, ist, sich blockadefest zu machen, also unabhängig von Control over the Sea, indem man im Osten große Räume erobert. Diese Möglichkeit war dann in großem Stil aufgrund der ungeschickten Verhandlungstaktik von Trotzki in Brest-Litowsk gegeben, also die Eroberung des sogenannten Ostimperiums. Das heißt sozusagen, man geht den anderen Weg in die andere Richtung. Im Falle Chinas würde das heißen, man geht den anderen Weg, also sozusagen nicht in östliche Richtung, sondern in diesem Fall in westliche Richtung. Man kann, glaube ich, relativ genau sehen, welche ähnlichen oder analogen strategischen Optionen in der Situation einer potenziellen Strangulierbarkeit einer von Versorgungslinien abhängigen Industriemacht bestehen. Der Unterschied zu 1914 ist freilich, im Ernst steht kein Kandidat für die Rolle des Weltpolizisten bereit, wenn die USA diese nicht mehr spielen. Denn China hat nur begrenzt globale Interessen und ist vor allen Dingen erkennbar nicht bereit, die Aufgaben zu übernehmen, die, sagen wir, in der Bereitstellung öffentlicher Güter, also jener Güter, von deren Nutzung man keinen anderen ausschließen kann, Common Goods. Das ist gewissermaßen die Last, die die Vormacht auf sich hat und die sie entweder übernimmt oder nicht übernimmt. Das Problem von 1919 war, dass die USA die ihnen zugefallene Rolle nicht angenommen haben, sondern eine neo-isolationistische Politik betrieben haben. Das ist in der gegenwärtigen Situation durchaus auch nicht ausschließbar. Mein zweiter Punkt, postimperiale Räume an Europas Peripherie. Ich denke, es sind 3 große sicherheitspolitische Herausforderungen, denen sich Europa gegenüber sieht und die alle mehr oder weniger mit dem Ordnungszerfall in postimperialen Räumen und in 2 Fällen zumindest mit dem Aufkommen neoimperialer Träume zu tun haben. Das sind ebenfalls Räume, die in dieser Form als postimperiale Räume entstanden sind im Gefolge des Ersten Weltkrieges. Als, wenn man mal sagt, der Erste Weltkrieg ist aus 3 Kriegen zusammengesetzt, dem Krieg um die Hegemonie in West- und Mitteleuropa zwischen Frankreich und Deutschland,
der Auseinandersetzung um die Gestaltung der Weltordnung zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien, nachmalig dann auch der USA. Und der dritte dreht sich um die Frage, wie wird Teile Mitteleuropas, also Ostmitteleuropa und Osteuropa in Zukunft regiert sein, durch multinationale, multireligiöse und multilinguale Großreiche, Donaumonarchie und Zarenreich. Und man könnte sagen, natürlich das Osmanische Reich eigentlich auch noch mit dazu. Oder aber wird das Ordnungsmodell des Nationalstaates, also die Inversion von Stabilität und Identität, sich auch dorthin durchsetzen? Das war auch der eigentliche Auslöser des Krieges. Und nun sind diese Großreiche zerfallen. Und was dort entstanden ist, sind teilweise funktionierende Nationalstaaten, aber teilweise auch Nachfolgeorganisationen solcher Multireiche, Jugoslawien etwa, nach 1919 zunächst mal das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, nach 1945 Jugoslawien, als Klein-Habsburg, oder die Sowjetunion, die sich ja erst, glaube ich, ab 1924 Sowjetunion nennt, vorher Sowjetrussland, dann UdSSR, als eine ebenfalls Multi-Organisation. Aber die jugoslawischen Zerfallskriege und das Ende der Sowjetunion hat das Problem dieser Räume als, wie ich sie definiere, postimperiale Räume, also durch eine hohe Diffusion von ethnisch-nationalen Gruppierungen, von religiös-konfessionellen Gruppierungen und von Vielsprachigkeit, die jederzeit politisierbar ist, das heißt in die Freund-Feind-Dimension überführbar, wieder sichtbar gemacht. Und wenn wir uns da umschauen, durchaus mit einem geopolitisch geschulten Blick, dann stellen wir drei solche Räume fest, von denen zwei im Augenblick besonders virulent sind. Erstens der Raum vom westlichen Balkan bis zum Kaspischen Meer. Und ich würde auch behaupten, das ist ein tendenziell geschlossener Raum. In ihm haben nach 1990 eigentlich alle Kriege an der europäischen Peripherie stattgefunden. Die jugoslawischen Zerfallskriege, der Tschetschenienkrieg, der Georgienkrieg, der Krieg um Bergkarabach zwischen Aserbaidschan und Armenien und jetzt gleichsam als geografischem Bindeglied dazwischen Krim und Donbass. Das ist der Raum, der eben lange zum Habsburgerreich gehört hat, in dem auch das Osmanische Reich eine Rolle gespielt hat und das Zarenreich. Der zweite Raum, um den es geht, ist der zwischen Levante und Jemen, Mesopotamien und Mittelmeer. Er hat bis 1918 mehr oder weniger zum Osmanischen Reich gehört. Dann haben der Brite Sykes, der Franzose Picot und der russische Außenminister Sasonow, der in der Regel aber nicht erwähnt wird, weil die Russen dann bei der Aufteilung hinterher keine Rolle mehr gespielt haben, ein Abkommen, eine Verabredung getroffen, gewissermaßen wie die Zugriffsweise, die Zugriffsweite ihrer Reiche sein soll und wo man mit Hilfe einiger Dynastien so etwas wie Staaten bilden kann. Was wir konstatieren ist, dass dieser Raum im Augenblick zerfällt, sicherlich am stärksten visualisiert in den Caterpillars bzw. Radbaggern des IS, die eine von denen zunächst noch einmal sichtbar gemachte Grenze zwischen Nordirak und Syrien planiert haben. Also sozusagen als das Beenden dieses Systems, das die Europäer eingeführt haben, aber natürlich gehören dazu auch die Kurden, die in Sèvres, das ist der Pariser Vorortvertrag, der das Osmanische Reich betrifft, noch einen eigenen Nationalstaat hatten. Aber weil sich Atatürk dafür nicht interessiert hatte und da ja auch der Krieg weiterging, griechische Invasion, Zurückschlagen der griechischen Invasion und derlei mehr, im Frieden von Lausanne von 1923 diesen Nationalstaat nicht mehr hatten. Das heißt, das ist die zweite Baustelle in diesem Bereich. Dazu kommen die Hegemonialansprüche Saudi-Arabiens, Ägyptens und des Irans. Sie sehen, an diesem Punkt setze ich den Akzent etwas anders als Walter Russell mit. Und obendrein kommt noch der Konfessionskonflikt zwischen Sunniten und Schiiten. Man könnte sagen, das ist eigentlich der Bereich, der
prädestiniert ist, einen Krieg zu führen nach dem Modell, das Europa üblicherweise den 30-jährigen Krieg nennt. Hegemonialmächte von außen, Schweden, Frankreich, Spanien, konfessionelle Konflikte im Innern und dazu noch sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Macht- und Einflussverteilung. Der dritte Raum, den will ich nur am Rande streifen, das ist der Ordnungszerfall an der Europa gegenüberliegenden Mittelmeerküste und deren subsaharischem Rückraum. Darüber heute eigentlich will ich da nicht sprechen. Und natürlich provozieren solche Räume neoimperiale Träume. Bei Putin, ich glaube auch bei Erdogan und nicht zuletzt bei diesem eigentümlichen Bakr al-Baghdadi, also der Vorstellung der Errichtung eines Kalifats als einer quasi imperialen Ordnung, die bis Südspanien reichen würde. Dritter Punkt, Krisenbearbeitung an der europäischen Peripherie. Die in diesen Räumen ausgebrochenen Kriege, die als transnational und innergesellschaftlich zugleich bezeichnet werden können, müssen lokalisiert und nach Möglichkeit eingefroren werden. Das, glaube ich, ist eine der interessantesten Lernergebnisse aus der Dynamik des Ersten Weltkrieges. Damals war die Politik des Deutschen Reiches darauf aus, alle Konflikte, alle Teilkriege miteinander zu verbinden. Um auf diese Weise, da glaubte man, das Problem lösen zu können. Das ist sozusagen die Chiffre-Schlieffen-Plan. Wir heute würden sagen, unter allen Umständen muss verhindert werden, dass es zu einer Diffusion dieser Konflikte miteinander kommt, weil sollte das der Fall sein, werden sie in jedem Fall unbeherrschbar sein. Die Chiffre dafür heißt Flächenbrand. Ich glaube, diesem Imperativ sind alle anderen Vorstellungen unterzuordnen und das betrifft auch die Leitfragestellung, wie man mit autoritären Regimen umgeht. Denn wenn wir das ernst nehmen, heißt das, wir müssen ein existenzielles, möchte ich sagen, Interesse daran haben, dass Ägypten stabil ist, um als Korken zwischen der aufgelösten Ordnung Libyens und den Problemen Palästinas zu funktionieren. In dem Augenblick, wo diese beiden Konflikte diffundieren würden, in welcher Form auch immer, hätten wir dort ein Problem, das in jeder Hinsicht nicht mehr beherrschbar ist. Ein Zerfall Ägyptens hätte also verheerende, katastrophale Folgen im östlichen Mittelmeer. Und deswegen sind wir, ob wir das mögen oder nicht, zu einer Kooperation mit dem sicherlich nicht besonders sympathischen Al-Sisi gezwungen. Heißt, die EU ist ein Raum, der im Innern auf die Einhaltung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu achten hat. Das fällt gelegentlich schwer. Diese Politik aber an der Peripherie Europas nicht durchzuhalten vermag. Und auch sich nicht in die hemdsärmliche Illusion hineinbegeben sollte, sie könnte diese Politik durchhalten. Hier ist vielmehr eine an pragmatischen Gesichtspunkten orientierte Politik vonnöten. Und diese muss gegen bestimmte Vorstellungen in Deutschland und gegen die mediale Präsenz von NGOs auch durchgesetzt werden. Sicherlich auch ein Problem, das in sehr viel höherem Maße die Grünen als die anderen Parteien, viele andere Parteien betrifft. Vierter Punkt, Deutschland als Macht in der Mitte. Der Prozess der Vertiefung der EU ist ebenso wie der einer Erweiterung der EU an seine vorläufigen Grenzen gestoßen. Einige Schritte der Vertiefung, symbolisch für alles der Euro, haben zuletzt zu einer drohenden Spaltung des Raums, also Nord- und Südeuro, was mal besprochen worden ist, und zu einer Wiederkehr ausgeprägter Ressentiments der europäischen Nationen untereinander geführt, die man zuvor für unvorstellbar gehalten hat. Nicht? Also die wechselseitigen Attributionen zwischen den Griechen und den Deutschen und anderen. Infolge der zuletzt wieder gewachsenen sozioökonomischen Heterogenität des Raumes, da ist das Jahr 2008 ungefähr die Scheidelinie, vorher Angleichung, seitdem wieder Auseinanderentwicklung,
und der durch die letzten Erweiterungsrunden deutlich gewachsenen Unterschiede in der politischen Kultur der EU-Länder ist es zu einem erheblichen Anstieg der zentrifugalen Kräfte innerhalb dieses Raumes gekommen. Infolgedessen hat die intergouvernementale Ebene gegenüber den genuin europäischen Institutionen, Kommission und Parlament, wieder deutlich an Gewicht gewonnen. Folge ist, dass unter diesen Umständen es einer Macht in der Mitte, einer Macht der Mitte, wenn Sie so wollen, bedarf, die der Zentrifugalität die Kraft des Zentripetalen entgegensetzt. Nach Lage der Dinge kann das nur die Bundesrepublik Deutschland sein. Ihr fällt auf längere Zeit die Hauptlast und die Hauptverantwortung beim Zusammenhalt der Europäischen Union zu. Ich habe das in die Formel gebracht, dass man sich nicht mehr darauf beschränken kann, diese im Prinzip sehr bequeme Rolle des Zahlmeisters zu übernehmen, also mehr in den europäischen Haushalt einzuzahlen, als im Prinzip sagen, bei einer statistischen Berechnung einzuzahlen wäre, sondern dass man auch die anstrengende Rolle des Zuchtmeisters, das heißt des Durchsetzens von Vertragstreue und Ähnlichem mehr, übernehmen muss. Fünfter und letzter Punkt heißt Außenpolitik in der Demokratie. Das amerikanische Disengagement an Teilen der europäischen Peripherie infolge der veränderten Machtprojektion, die wachsende Zentrifugalität der EU und der relative Einflussgewinn Deutschlands infolge seiner relativ guten Wirtschaftslage haben der Bundesrepublik eine Relevanz verschafft, die sie zuvor nicht gehabt hat, die sie nicht haben wollte und mit der wir ergo auch nicht vertraut sind. Die Bundesrepublik kann die ihr zufallenden Aufgaben aber nur bewältigen, wenn diese Außenpolitik auf einen entsprechenden Rückhalt in der Bevölkerung zählen kann. Und das ist, glaube ich, eine der zentralen Achillesfersen. Deswegen sollte eine öffentliche Debatte über die Aufgaben Deutschlands nach meiner Vorstellung als Macht in der Mitte geführt werden. Das Risiko, um das auch sehr deutlich zu sagen, besteht im Eindringen populistischer Vorstellungen in die Europapolitik. Das können wir ja zurzeit beobachten, beziehungsweise auch in die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Ein einfaches Gedankenexperiment, eine Bundesregierung, die wie die griechische oder die britische oder auch die ungarische Regierung agieren würde, wäre definitiv das Ende des Europaprojekts. Und das zeigt sozusagen, welche Verantwortung der Bundesrepublik zufällt. Eine unendlich viel größere Verantwortung als den eher peripheren Akteuren. Vielen Dank. Das war, würde erneut der seufzende alte Priest sagen, ein weites Feld. Vielen Dank. Ich gebe jetzt Konstanze Stelzenmüller gleich eine ganz unmögliche Aufgabe, die sich dafür auch ganz herzlich schon bedankt. Sie darf selbstverständlich den Einspruch machen, den sie vorhatte oder entwickelt hatte in den vergangenen 20 Minuten, aber sie muss mit zwei Fragen von mir beginnen. Dann darfst du zu dem kommen, was du ohnehin sagen wolltest. Sie haben gerade viel Sie haben zwar die Physik der Macht so ein bisschen entgegengestellt der Politik der Wertgemeinschaft oder der Wertgemeinschaft gerade, aber es war dann doch viel von der Physik der Macht der Rede, Pragmatismus etc. Als Sie gesprochen haben über die Auflösung der Imperien, fiel mir auf, dass da etwas geschehen ist, was doch für die heutige Welt äußerst interessant ist, nämlich dass bei der Wiederordnungsherstellungen die Hardware geliefert wurde ohne die Software. Also dass die zwei demokratischen Nationen, Großbritannien und Frankreich, in einer Imperiumsordnung, in der Minderheiten als Ganze geschützt waren oder ihre Autonomie hatten oder ihre eigenen Rechte hatten, etwas getan haben, nämlich den Nationalstaat eingeführt, aber ohne die demokratische Software, die da heißt, jedem einzelnen Bürger, ungeachtet seines Hintergrundes, stehen
Grundrechte zur Verfügung. Hier gibt es keinen Schutz für bestimmte Minderheiten, sondern jede Minderheit ist Bürger, jeder Angehörige einer Minderheit ist als Individuum Teil einer Gemeinschaft. Und wenn wir uns die Auflösung des Nahen und Mittleren Ostens so angucken und sehen, wie sehr das von ethnischen, religiösen und anderen Brüchen geprägt ist, dann frage ich mich immer, ob es genau diese Entwicklung war, nämlich die Nichtmitlieferung der Software, die dort zu den Konflikten geführt haben, die nach einer Deckelung von so und so vielen Jahrzehnten wieder aufgebrochen ist. Und das führt mich zu der Frage, heißt es denn nicht doch auch, dass wir all along in der Außenpolitik neben dem Pragmatismus, neben der Sicherung von Stabilität, um weitere Krisen zu verhindern, wie beispielsweise in Ägypten, nicht doch ein universelles Interesse daran haben müssten, Demokratie zu fördern, das heißt die Entwicklung der Software mit zu ermöglichen oder sie doch eines Tages mit nachzuliefern. So, Constanze, das ist jetzt die Frage an dich und danach darfst du gerne zu dem kommen, was du ohnehin erwidern wolltest. Wir behalten es erstmal bei dieser. Ich habe die andere vergessen, es stimmt. Entschuldigung, wir diskutieren diese Fragen hier öfters. Erstmal vielen Dank für diese Einladung. Ich habe eben gebannt gelauscht, ich fand das faszinierend. Und ich habe jetzt in der Tat die unmögliche Aufgabe, unmöglich auch deshalb, weil wir schon sozusagen weit über den Böll'schen Zeitplan hinaus sind. Wir dürfen bis 6. Bei der Böll-Stiftung auch wieder nicht überrascht, weil ich das so gewohnt bin seit Jahren. Nein, das ist ja der Charme. Das ist ja der Charme. Ich versuche es trotzdem kurz zu machen, danke dir. Ich werde natürlich nicht die Kartografierung von Professor Münklers Zerklüftung in Frage stellen oder neu kartografieren, keine Sorge. Und ich habe auch nicht 5 Punkte und auch nicht 3. Ich fange mal mit deiner Frage an, Silke, und dann hangel ich mich nochmal dazu, 2, 3 Punkte durch und dann mache ich auch schon dicht. Die Frage nach der Software, ja, ich muss sagen, da stehe ich auf der, also ich glaube, mir würde es mit dem Pragmatismus und der Stabilität auch nicht ausreichen. Natürlich ist das notwendig, natürlich ist das ein notwendiges Korrektiv für alle Prinzipien und allen Universalismus, aber ich glaube eben, dass es ohne Prinzipien nicht geht. Ich glaube, dass die Stärke des Westens und die Stärke Europas eben genau darin liegt, dass wir liberale, offene Gesellschaften haben und wenn wir uns nicht gerade in Widersprüche verhakeln oder Blödsinn machen oder lügen, eigentlich auch versuchen, eine dementsprechend glaubwürdige, offene, transparente und legitime Außenpolitik zu verfolgen. Das heißt, das ist gerade unsere Stärke. Das ist auch das, was Länder wie die Ukraine anzieht. Das ist der Grund, warum die osteuropäischen EU- und NATO-Staaten in die EU und die NATO gerannt sind und vor Russland weggerannt sind. Das muss man, glaube ich, einfach sehen. Das hat wenig mit Ideologie zu tun, sondern damit, dass Staaten, die sich an sozusagen bestimmten Grundsätzen orientieren, dass man dort besser lebt und sicherer lebt als in einem Staat wie Russland oder China. Das ist ganz einfach. Ich glaube, das kann, also bei einer grünen Stiftung werde ich mit diesen Vorstellung nicht anecken. Insofern ist es nicht besonders mutig, das hier von mir das hier zu sagen. Aber ich glaube, das wird ja öfter auch mal anderswo in Frage gestellt und daran darf man auch gerne erinnern. So, das wäre die hoffentlich adäquate Antwort auf die erste Frage. Erstmal zufriedenstellen, ja. Danke, bestens. Dann mache ich doch vielleicht gleich mal in diese Richtung weiter. Das waren so Gedanken, die mir kamen beim Zuhören bei Professor Münkler. Ich glaube, was uns, so sehr wir uns selber in Frage stellen mögen, unsere eigene Funktionsfähigkeit, die Tragfähigkeit unserer Gesellschaftsverträge, die Funktionsfähigkeit unserer rechtsstaatlichen Institutionen immer wieder pessimistisch oder zaghaft in Frage stellen, uns unterscheiden doch einiges von autoritären Staaten und ist, gerade wenn wir das immer wieder in Frage stellen und immer wieder daran arbeiten, doch unsere eigentliche existenzielle Stärke gegenüber diesen. Nämlich die Tatsache, dass wir wissen, dass wir von unseren Liberalen, dass die Liberalität, Offenheit unserer Gesellschaft eine Stärke ist, dass wir vom Welthandel abhängen, dass die Integration miteinander und in die Ströme des Welthandels eine gute Sache ist und im Fall von Deutschland auch eigentlich die Grundlage eines Großteils unserer Macht und unseres Ansehens, zusammen mit der Integration in die europäischen Strukturen.
Was uns auch unterscheidet, ist auch, glaube ich, das Verständnis, dass diese Integration und der Souveränitätsverzicht, das Solidaritätsversprechen, das damit einhergeht, ja, gegenüber den Nachbarn und den Verbündeten in der EU, in der NATO und in anderen Partnerschaften, die wir haben, dass das alles Zugewinne für uns sind. Zugewinne im ideellen Sinne wie im praktischen Sinne. Das stärkt unsere Sicherheit, unsere Stabilität, unsere Prosperität und es macht uns auch, es ist auch der Ausdruck einer Wertegemeinschaft. Auch daran, finde ich, kann man gerne immer wieder mal erinnern. Eine andere Sache, die uns eint, und auch das ist ein bisschen aus der Mode geraten, das zu sagen, vielleicht wiederum nicht hier, aber anderswo, was uns eint, ist dieses Bemühen um ein gemeinsames Verständnis von Geschichte, und zwar auch von der gemeinsamen Geschichte. Die Aufarbeitung dieser Geschichte und die Aufarbeitung der Konflikte und der Kriegsverbrechen, natürlich insbesondere der Kriegsverbrechen, die Deutschland begangen hat an anderen. Ja. Das ist die Grundlage der Solidarität und der Wertegemeinschaft mit Frankreich, aber auch mit Polen. Und das ist auch, ich glaube, die Wurzel eines Problems, das wir mit Ländern wie Russland haben. Wir haben, wie sich nun herausstellt, wie sich in vielen Diskussionen, großen oder kleinen, Reden von, ob das Reden von Putin sind oder E-Mails, die ich von russischen Diplomaten bekomme, eine völlig unterschiedliche Herangehensweise an die eigene Geschichte und an die Geschichte miteinander. Ja. Und da sind Dinge, die nicht aufgearbeitet sind in der russischen Geschichte und in der Geschichte Russlands mit seinen Nachbarn, die zu Verwerfungen führen, die sozusagen sich in ganz aktuellen politischen Reibungen und Konflikten äußern. Und ich glaube, der letzte Punkt, der uns auszeichnet und den ich auch also sozusagen in den Bereich der Software einräumen würde, ist das Bewusstsein, dass kollektive und wenn man so will, nationale Identität etwas ist, was wählbar ist, änderbar. It's a matter of choice. Ja. Das ist nicht eine existenzielle sozusagen Geworfenheit, wie es bestimmt, also ich weiß jetzt nicht, welcher deutscher Philosoph gesagt hat, aber es fallen uns Geworfenheit klingt sehr nach Heidegger. Nach Heidegger, nicht wahr? Denke ich auch, ja. Genau. Also wir können uns das auswählen und wir tun es und wir haben es getan, wir Deutsche haben es getan, die Ostdeutschen haben es getan 1989, die Polen haben es getan, die Tschechen haben es getan, die Ukrainer tun es gerade und mir scheint, dass viele Russen es tun, wenn sie einfach ihre Sachen zusammenpacken und in den Westen ziehen. Ja. Auch das unterscheidet uns von dem ethnonationalistischen Narrativ, das gerade von Putin und seiner Regierung entworfen wird als Gegenentwurf zu Europa und zum Westen. Last but not least, das, glaube ich, unterscheidet auch die Russen von den Chinesen, die das gerade vermeiden und die, wie mir scheint, obwohl sie natürlich an einem autoritären Herrschaftssystem festhalten und natürlich auch der Kommunistischen Partei Chinas und den vielen kleinen und großen Prinzen, die damit reich und mächtig geworden sind, die Herrschaft weiter sichern wollen, sie haben eine erheblich modernere Vorstellung, ja, von dem, wie die Welt funktioniert. Und auch eine erheblich modernere Vorstellung vom Westen. Und deshalb kaufen sie sich gerade bei uns ein. Damit belasse ich es mal. Jetzt will ich das mal gesprächsrundenhaft ein bisschen runterbrechen. Wir könnten natürlich jetzt hergehen und könnten sagen, das, was Constanze Stelzenmüller gerade beschrieben hat, ist eine Selbstbeschreibung, bei der wir es belassen können. Wir können natürlich hergehen und sagen, so sind wir. Wir sind anders und wir gefallen uns so, wie wir sind. Und das hat einen gewissen Attraktivitätsgrad. Und deswegen kommen Menschen zu uns oder wollen auch so, wie wir sein. Wir können es aber auch zu einer aktiven Leitlinie machen, Herr Münkler. Und das ist das genau das, was ich mich frage. Wenn wir eine Außenpolitik für eine Macht der Mitte wie Deutschland brauchen, die demokratisch legitimiert sein soll, die Anklang finden soll bei einer Bürgerschaft. Wenn wir etwas brauchen, was die Zerrkräfte innerhalb der Europäischen Union wieder zu Kohäsionskräften macht, dann brauchen wir doch das demokratische Narrativ. Dann brauchen wir doch im Grunde genommen eine Leitlinie, die sagt, wir sind pragmatisch und klug genug, um zu wissen, dass wir nach den gescheiterten Projekten des Nation Building in Afghanistan und anderswo, auch nach ungerechten Kriegen, nicht nochmal in diese großen Ressourcen, ich nenne es jetzt mal Verschwendungen oder zumindest Aufwendungen reingehen können. Wir wissen auch, dass wir uns die Finger verbrannt haben, aber wir sollten
etwas unter keinen Umständen tun, und das ist nämlich diese Leitlinie, dass es doch etwas gibt wie universelle Werte und dass eine demokratische politische Ordnung doch am Ende vielleicht die effizientere und die bessere sein kann, dass das doch am Ende, und jetzt lassen Sie es mich doch ein bisschen pathetisch ausdrücken, sehr wohl unser außen- und innenpolitischer Leitstern sein sollte. Ja gut, das würde ich ja prinzipiell nicht in Frage stellen, nur welche Bedeutung hat das für operative Politik? Also sozusagen, klar, diese Werte sind unsere Werte und die sind wichtig für uns. Und wenn jemand bereit ist und Interesse daran hat, diese Werte zu übernehmen, ist das wunderbar. Aber wie gehen wir jetzt beispielsweise mit Ägypten um? Nicht? Da habe ich ja versucht, sozusagen Frage. Den Punkt konkret zu machen. Und ich würde schon sagen, es gibt doch sozusagen keine klammheimliche Freude, aber so insgeheim eine Zufriedenheit darüber, dass das Regime Mursi zu Ende gegangen ist, weil das Regime Mursi natürlich eines gewesen wäre, das potenziell zum Zusammenfließen dieser beiden Konfliktfelder geführt hätte. Und ob das dann beherrschbar ist, na, das habe ich ja bezweifelt. Das heißt sozusagen, man muss auch mit seinen Werten klug umgehen. Nicht? Das genügt ja nicht, dass man seine Werte auf irgendwelche Tafeln schreibt und dann läuft man durch Berlin oder durch die Republik und trägt diese vor sich her, sondern man muss die Frage beantworten, welche Ressourcen haben wir und welche Fähigkeiten haben wir und bis zu welchem Punkt sind wir bereit, selber Verzicht zu leisten, um unsere Werte durchzusetzen. Und in gewisser Hinsicht war die Kurzatmigkeit des Afghanistan-Projekts ja auch ein Zeichen dafür, dass wir gesagt haben, naja gut, also wir gehen da schon mal hin und wir wollen ganz bestimmte Ziele realisieren. Und sozusagen die Höhe dieser Ziele, an deren haben ja nicht zuletzt die Grünen mitgearbeitet. Und dann stellte sich heraus, aber das wird teuer und das dauert lang und das kostet uns auch erhebliche Verluste. Und dann erodiert die Bereitschaft einer Bevölkerung, das durchzusetzen. Und insofern müssen wir, glaube ich, wenn wir sagen, Afghanistan ist gescheitert und der Irak ist gescheitert, dann müssen wir ehrlich sein und müssen sagen, der Versuch gewissermaßen, Gesellschaften so zu transformieren, dass sie mehr unserem Ebenbilde entsprechen, als sie vorher entsprochen haben, dieser Versuch hat uns überfordert. Und wir haben es im Prinzip beendet. Und innerhalb von 2-3 Jahren wird sich herausstellen, das ist alles dann dort wieder wie es war, bevor wir angefangen haben. Wenn wir das begreifen und das realisieren, dann hat das Folgen für unsere Politik. Wenn wir jetzt aber nur sagen, naja, also wir hätten das vielleicht ein klein bisschen anders machen sollen oder derlei mehr, dann drücken wir uns um eine saubere Lageanalyse. Und das, glaube ich, muss am Anfang all dieser Sache stehen, eine saubere Lageanalyse. Und dann können wir uns auch Gedanken machen, welche Reichweite unserer Werte wir uns leisten können und wir uns leisten wollen. Und dabei ist wir natürlich ganz schwierig, weil es Leute gibt, die da eine ganz kleine Reichweite haben und welche, die haben eine ganz große Reichweite. Und der demokratische Prozess ergibt dann irgendwie einen Kompromiss daraus. So ist das im demokratischen Prozess. Darf ich vielleicht 2 Beispiele nennen, wo ein gewisses Bleiben bei unseren Werten relativ kostenfrei gewesen wäre und wo es in der Tat Überzeugungskraft und Kosten mit beinhaltet. Das erste ist das Beispiel Ägypten. Es mag wohl so gewesen sein, dass viele eine klammheimliche Freude gehabt haben, dass der frei gewählte, aber leider doch der Muslimbruderschaft angehörende Mursi gestürzt worden ist. Aber ein Putsch ist ein Putsch ist ein Putsch und man kann es auch so sagen. Selbst wenn jemand gestürzt worden ist, bei dem wir mit ganz sicher annehmen können, dass er die Demokratie in Ägypten in unserem Verständnis sicherlich nicht gefördert hätte. Das Zweite, was auch nicht so wahnsinnig viel kostet, ist, eine verbogene Gerichtsbarkeit ist eine verbogene Gerichtsbarkeit und bleibt eine solche. Wenn im Minutentakt Angehörige der Muslimbruderschaft zum Tod verurteilt werden in mehr als fragwürdigen Prozessen, dann kostet es eine westliche Regierung 0,00 Nixon Yente, genau das zu sagen. Und zu sagen, das ist in einem demokratischen System nicht vorstellbar, dass mit den politischen Gegnern so aufgeräumt wird. Zumal, wenn der Präsident dieses Landes zum Staatsbesuch hier in Deutschland dann auch noch von sich aus herausgeht und gefragt wird, wie gehe ich mit diesen Muslimbrüdern um oder wie gehen Sie mit diesen Muslimbrüdern um. Das ist der einzige Satz, den er auf Englisch sagt. Und dann sagt er, they have to feel the pain. Das ist etwas, da müssten sich bei uns sämtliche Nackenhaare aufstellen. Und das kostet nichts.
Das Zweite ist, und das kostet in der Tat auch enormes politische Ressourcen und die mit einzubringen, ist die Flüchtlingsfrage über das Mittelmeer, wo ich sagen würde, wir verlieren, wenn wir es in diese Kategorie runterbrechen, wir verlieren gerade enorm an Softpower. Warum? Weil wir die großen Aufnehmerländer angucken und sehen, das Größte ist die Türkei, das Zweitgrößte ist Pakistan, das Drittgrößte ist Libanon, das Viertgrößte ist Jordanien. Ich weiß es nur deshalb, weil wir gerade was dazu gemacht haben und wir die Liste haben. Das Zehntgrößte ist China und erst weit danach kommen die USA, Kanada oder Europa, irgendeines der europäischen Länder. Das kostet natürlich politische Ressourcen, die eigene Bevölkerung zu überzeugen, dass es nicht nur eine humanitäre Aufgabe ist, sondern dass wir da in der Pflicht stehen und Migration vielleicht was Positives ist. Aber ich möchte als demokratischer Staat nicht in der Situation sein, herzugehen und zu erklären, die autokratischen angeblich und in vielerlei Hinsicht Werte nicht respektierenden Länder erledigen diese humanitäre Aufgabe sehr viel besser als wir. Ist das eine Aufgabe, bei der Sie sagen würden, da darf dann doch unser Wertesystem mal doch eben unser Leitstern sein? Naja gut, also ich meine, die Geschichte Ägypten haben sie ja selber so niedrig gehalten, dass es quasi nichts kostet. Insofern ist das geschenkt. Die Frage wäre, das ist aber nicht passiert. Naja gut, also der Bundestagspräsident hat ja gewissermaßen die Abständigkeit markiert. Also das ist sozusagen in der Zeremonialität ganz schön rübergekommen. Aber es ist letzten Endes kostenlos gewesen. Wirklich folgenreich wäre es, wenn man in ganz anderer Weise diplomatische Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen abbricht und so weiter und so weiter. Das tun wir selbstverständlich nicht. Das heißt sozusagen, wir halten Symboliken aufrecht, die uns wichtig sind, die sozusagen unsere Seele bespielen, aber im eigentlichen operativen Bereich handeln wir anders. Die Frage der Flüchtlinge, die ist sehr viel schwieriger. Da Philipp Bruch mein Doktorand ist, also sozusagen der Sprecher dieses Zentrums für politische Schönheit, kann ich Ihnen versichern, diese Diskussion habe ich einige Male geführt. Ich denke sozusagen, auch hier ist die Frage, dass selbstverständlich autoritäre Regime größere Durchsetzungsfähigkeiten haben, Flüchtlinge zu platzieren als Systeme, die auf demokratische Responsivität angewiesen sind. Wenn die Leute im Osten klug wären, würden die doch sagen, die kommen alle zu uns, weil auf diese Weise die Immobilienpreise stabilisiert würden in einer ganzen Reihe von Städten, Sachsen-Anhalt, MacPom und derlei mehr. Meine Güte, denken Sie pragmatisch. Ja, wenn Sie das wären, echt? Wenn Sie das wären, dann würden die das sowas denken. Das sind sie aber nicht, ja? Sondern sie haben offenbar Identitätsprobleme und lehnen das in besonderer Weise ab. Ja gut, wenn das in China wäre, dann könnte man das einfach durchsetzen. Das geht hier halt nicht. Das heißt sozusagen, was Sie an diesem Punkt, den Sie aufgemacht haben, beobachten, ist die Paradoxie der Werte selber. Dass die Aufrechterhaltung der Werte in einen Widerspruch mit der Durchsetzung dieser Werte kommt. Da haben andere Länder einfach sozusagen Implementierungsvorteile. Die haben das andere Problem nicht. Damit umzugehen, macht die Sache schwierig und zeigt auch gewissermaßen das Zögerliche und das Unentschiedene und das Selbstwidersprüchliche von Demokratien beim Umgang mit ihren Werten, die sie gerne für sich haben, aber nicht so gerne teilen wollen. Herr Münkler, ich finde, Sie machen es sich gerade ein bisschen einfach. Mit dem Irakkrieg kann man auch bei den Grünen immer ganz leicht punkten, mit Afghanistan schon auch, wobei ich sagen muss, ich war ein paar Mal als Journalistin in Afghanistan, den Afghanen ging es eindeutig in den ersten Jahren deutlich besser. Und ich finde, sozusagen, was mir eigentlich bei dem ganzen weh tut, ist, dass wir diesen Zugewinn an Sicherheit und an Prosperität für die Afghanen wieder verloren haben. Ja, das ist das eigentlich. Aber das ist, ja, aber das wäre eine andere Diskussion. Aber ich glaube, wir machen sozusagen, es sehr schwieriger wird, wenn wir ein bisschen näher an Europa rankommen. Und wenn wir vielleicht jetzt reden über Zwischeneuropa, über die Ukraine, über Moldawien oder Moldau, wie man es haben will, Georgien, Belarus und andere. Und die Frage, wie weit wir da mit Pragmatismus kommen und wie weit uns unsere Prinzipien da treiben. Ja.
Und ich glaube, da wird es dann für Sie schwieriger. Ich meine, ich erkenne Ihre sozusagen diese Einhegung des Universalismus und der Prinzipien, also die Notwendigkeit dieser Einhegung, erkenne ich also widerstandslos an. Das Problem ist nur, irgendwann müssen wir dann zum Schwur kommen und an Orten wie der Ukraine kommen wir zum Schwur. Und da wüsste ich dann doch gerne von Ihnen genauer, wie Sie sich stellen. Denn ich glaube, da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, ist es nicht für uns, also wenn ich jetzt Ihren Pragmatismus zu Ende denke, dann muss ich eigentlich zum Schluss kommen, zu sagen, also das mit dem dritten Korb von Helsinki und der Charta von Paris, also all diese Prinzipien, das ist, also das überfordert uns, das können wir auch nicht durchsetzen und im Grunde genommen ist es für die Russen sicherer und für uns sicherer, wenn es so eine Pufferzone gibt zwischen Europa und zwischen sozusagen der postkantischen Friedensordnung von Europa, die wir auch nicht erweitern wollen, und den Russen. So. Und das würde dann bedeuten, wir lassen das alles wieder zurückfließen, so langsam, und dann kommen die Ukrainer auch nicht nach Leipzig und nach Magdeburg und erhöhen da die Immobilienpreise. Also wie wollen Sie es denn? Das ist eine Frage, die nehmen wir noch auf, auch wenn ich Zeichen kriege. Aber das ist eine ganz wichtige Frage. Und Herr Münkler, die wollen wir doch gerne noch beantworten. Wie wollen wir es mit der Ukraine halten, vor allem wenn es dort zum Schwur kommt und sagt, lassen wir sie denn fallen? Sagen wir, schön für Europa demonstriert, aber ihr seid draußen? Also ich hatte neulich das Vergnügen, relativ lange mit so 20, 25 Leuten aus der mittleren Ebene der ukrainischen Administration ein Gespräch zu führen. Und da stellt sich das Problem doch ein bisschen anders dar. Denn für die geht es darum, in welcher Weise setzen wir auf Europa und hier insbesondere die Deutschen und in welcher Weise spielen wir potenziell die USA gegen die Europäer aus. Und da zeigt sich nun, es gibt fundamentale Interessensunterschiede zwischen den Europäern im Hinblick auf Russland und den USA im Hinblick auf Russland. Das werden wir vielleicht nachher noch mal diskutieren. Für uns ist klar, dass wir die Probleme des Nahen Ostens und der gegenüberliegenden Mittelmeerküste nicht lösen und nicht bearbeiten können, wenn wir die Russen als strategischen Gegenspieler haben. Dann, die können einfach ganz beliebig die Preise dort für erhöhen, können alles konterkarieren und derlei mehr. Das heißt, für uns ist eine Kooperation bei der Bearbeitung unseres Zentralproblems mit Russland eigentlich von fast existenzieller Wichtigkeit. Das hat nichts mit geworfen ins Da oder so zu tun, sondern hat etwas zu tun damit, ob wir die zentralen Probleme bearbeiten können. Das habe ich versucht, Ihnen klarzumachen, dass also gewissermaßen innerhalb der strategischen Perspektiven der Europäer im Hinblick auf die Lösung der zentralen Fragen Russland für uns wichtiger ist als die Ukraine und dass sie das realisieren müssen. Der Gegenpunkt von denen war natürlich klar, ne? Also die Amerikaner werden uns aber Panzer und Waffen liefern, damit wir in der Lage sein werden, uns gegen die Russen zu verteidigen und den Donbass zurückzuerobern. Was denen in den Köpfen rumspuckt, ist die kroatische Offensive, mit der es den Kroaten, ich glaube, 94 oder 95 gelungen ist, in einer schnellen Operation die Serben zurückzuwerfen und die Ukrainer und andere Gebiete zurückzuerobern. Das ist sozusagen die Gegenposition. Und da müssen wir uns konkret darüber unterhalten. Das hat jetzt gar nicht viel mit Werten zu tun, sondern das hat eine Frage gewissermaßen der Implementierung von Werten. Und ich meine, wenn man mit Leuten spricht, die davon was verstehen, ist doch klar, dass sozusagen bei der Anlandung von schweren Waffen in der Ukraine zum Aufbau einer tüchtigen Armee, die auch damit umgehen kann, die Russen schneller am Dnieper stehen, als irgendwas dorthin gebracht werden kann. Das heißt sozusagen, man eskaliert den Konflikt, wenn man dort Waffen hineingibt. Das heißt, man muss diesen Leuten auch sagen, ihr seid es uns nicht wert, dass wir diese Eskalation betreiben. Alles andere ist doch die an der Nase herumführen, so zu tun, als seien wir bereit, in eine Solidarität mit ihnen zu gehen, von denen wir doch gleichzeitig wissen, dass wir nicht bereit sind. Also muss man da, das finde ich gehört natürlich auch sozusagen zu den Grundwerten demokratischer Kommunikation, ehrlich sein und sagen, bis zu welchem Punkt gehen wir und bis zu welchem Punkt gehen wir nicht. Also, die ehrliche Debatte ist ja nun das Mindeste, was in der Demokratie dran ist. Die ehrliche Analyse ist das Mindeste, was unter klugen Analytikern der Politik dran ist, schon gar in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bin ziemlich sicher, Sie werden noch viel Widerspruch bekommen. Ich bin ja Moderatorin, ich sage jetzt mal nichts dazu. Aber das ist
Sie sehen, es sind hier im Grunde genommen die Bruchlinien in diesen 2 Stunden, denen Sie im Übrigen als unglaublich aufmerksames Publikum zugehört haben. Es sind die Bruchlinien hier zutage getreten, sowohl in der Analyse der internationalen Bühne, die in der ersten Stunde stattgefunden hat, und der Frage, haben wir eigentlich gar kein Problem miteinander, weil am Ende geht es ja um Geld und Macht und darüber können wir reden, das treibt ja alle Menschen an. Oder ist da nicht noch mehr, das sich damit verwickelt und uns in Situationen bringt, in der wir als Demokratien schwächer zu sein scheinen, weil in der Entscheidungsfindung etwas lahmer, etwas komplizierter, etwas konsensträchtiger, während andere schon handeln können, und Sie sehen, wird auch dann, wenn es um die Leitlinien der Außenpolitik geht, eben nicht nur darum gehen, was das Pragmatische ist. Denn manchmal ist das unpragmatisch Scheinende, das Vermitteln Müssende, das genau sich erst analytisch Klarmachende und das dann vielleicht dann doch nach den eigenen Werten auch handeln, selbst wenn wir manchmal die Ressourcen nicht haben, langfristig unter Umständen das Effizientere und das Nachhaltigere, und genau rauszufinden, wo das stattfindet oder nicht, dafür wird die Tagung jetzt da sein. Und ich bin froh, dass wir mit diesen Panelisten einen so wunderbaren Auftakt gehabt haben. Vielen Dank.